Hallo Leute, dieses Video anzuschauen ist etwas eigenartig. Ihr hört eine Stimme und ihr seht jemanden, der in die Kamera guckt. Aber es passt irgendwie nicht so richtig zusammen, oder? Oder vielleicht doch? Diese Technik zu sprechen, ohne die Lippen zu bewegen, nennt man Bauchreden. Wenn ich jetzt meine Stimme noch höher mache, etwa so, und dann auch noch eine Puppe hinzunehme und den Mund der Puppe im Sprechrhythmus öffne und schließe, dann sieht es so aus, als würde die Puppe lebendig sein und selber sprechen. Und das ist ja schließlich auch der Sinn der Sache, oder? Genau. Das ist das, was ein Bauchredner tut. Er spielt eine Puppe, spricht selber, aber er bewegt seine Lippen nicht, sondern die Lippen der Puppe, sodass diese ganz lebendig aussieht. Das ist ja hervorragend. Kann man das auch lernen? Ja, das kann man lernen. In einem meiner Kurse. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, selber die Technik des Bauchredens und Puppenspiels zu lernen, melde dich gerne bei einem meiner Kurse an. Die Telefonnummer für die Infos und Anmeldung wird unten eingeblendet. Ah, kommen die Kinder dann zu uns? Ich glaube schon. Also, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.